Jetzt geht es. Angeblich. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Ich habe keine Ahnung. Ich höre mich nicht. Also ich höre mich aber nicht durch die Lautsprecher. Wobei ich das halt auch beim Twitch immer wieder hatte. Ne? So, jetzt eine halbe Minute live. Gucken, ob ein paar Leute reinkommen, wer immer Bescheid sagen kann, ob ihr mich hören könnt. Bitte. Jemand da ist, einfach mal Bescheid sagen. Ja. Ansonsten begrüße ich auf jeden Fall hier herzlich schon mal zu Bauchi auf Sendung. Und ja, ich kann heute leider nicht auf Twitch streamen, weil das nicht funktioniert. Und ich komme da nicht rein, ne? Kann ja nichts machen. Ne? Will nicht. Keine Ahnung. Zumindest meinen Kanal gesperrt haben oder so. Ah, ihr könnt mich hören. Das ist gut. Das ist gut. Ja, und nach dem Twitch. Ich reiße mir hier gerade Haut vom Daumen. Das ist so ein Männerritual. So ein. Ne? Eine alte Blase, die ich mir da mal geschubbert habe. An etwas. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ja, das muss man auch mal wegmachen auch, ne? Wenn das dann so vertrocknet, die Haut, dann erstmal Daumen. Aber jetzt habe ich mir das da wieder blutig gerissen. Das war nicht so toll. Alles blutig hier. Horror alles. Ja, war auch eine Horrorwoche. Für mich, weil ich angefangen habe, endlich mal Kurzgeschichten zu schreiben und die war dann halt auch inspiriert, die erste Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, mit dem Namen Auge in Auge. Und das war eine Horrorgeschichte, ja. Horror mit Bauchi gibt es jetzt auch. Gibt ja auch Horrorfans, ne? So habe ich mir gedacht, als ernstzunehmender Schriftsteller muss ich ja auch in der Lage sein, Horrorgeschichten zu schreiben, ne? Muss ja auch ein bisschen umfangreich seine Künste präsentieren können, ja? So. Und ja, also auf Twitch konnte ich dann halt eben auch nicht. Ging nicht, ich komme bei Twitch nicht rein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, leck mich doch am Arsch, habe ich mir gedacht. Du dumme Sau, ne, wie der Herr Kinski immer gesagt hat. Und habe dann halt einfach gedacht, ja, dann streame ich halt eben einfach auf fucking Facebook. Ne? Nur hatte dann fucking Facebook, wollte mich nicht streamen lassen über den Chrome, den ich normalerweise benutze. Und dann habe ich mir gedacht, ja, leck mich doch am Arsch, du dumme Sau. Dann mache ich halt einfach einen Firefox an. So, und der Firefox, also jetzt funktioniert es. Ne, wenn ihr hier in den Chat reinschreiben könnt, super, alles gut, dann ist das quasi für mich ein gutes Zeichen. So, was ich aber nicht sehe, mal wieder. Ist, wie viele Leute hier überhaupt zugucken? Das sehe ich hier ja nicht. Nirgendwo. Da müsste ich ja eigentlich jetzt in dem anderen. Wenn ich jetzt hier. Was passiert denn eigentlich? Ach so, ach und. Ach, da sehe ich, dass 17 Leute zugucken. Hätte er mal bellen können hier. Zumindest hört man und sieht man dich. Ja, das ist prima. Flatti, das ist super geil. Wie war denn eure Woche? Erzähl mal hier, mach mal Programm hier, nicht immer den Bauch hier alles machen lassen. Das ist unfair. Ne? Das tut aber auch ein bisschen weh jetzt, ne? So ein bisschen brennt es. Ja, wenn ihr nichts erzählen wollt, ne, eure Woche einfach nicht scheiße genug war, um was zu erzählen, ist langweilig schon, ja? Passiert schon nichts mehr, ja? Hamsterrad stehen geblieben, jeden Tag das Gleiche.
Das ist schon so weit gekommen, ne? Ja, nachdem letzte Woche Samstag der Tito gestorben ist, war das bei mir halt eben dann so eine Sache. Ah, Nadine Kühne schreibt auch, ja, die zensieren auch, ja. Nadine schreibt, ja, das machen sie. Zensieren hatte ich gefragt, zensieren jetzt auch. In Facebook wurde ich sogar bei einem Beitrag blockiert, war mega sauer, vor allem mich. Ich bin auch voll die nette Unschuldige. Ja, Nadine, das ist jetzt relativ. Aber doch, kann ich nicht bestreiten. Ja, und keine Ahnung, Facebook denkt wohl, dass so Leute wie du und ich hier gedingst werden. Guybrush Threepwood, sehr schön, dass ich dich hier im Chat treffe. Vor 2 Wochen habe ich mir für 5 Euro Monkey Island 3 gekauft und habe das nochmal komplett durchgezockt. Beziehungsweise ist mir aufgefallen, das ist das erste Mal, dass ich es komplett durchgezockt habe. Ja, weil ich zu kniepig war, mir Dawn of Man zu kaufen. Ja, es sieht jetzt auch alles ein bisschen anders aus. Inzwischen habe ich auch Dawn of Man. Und ja, es ist halt eben alles so ein bisschen anders jetzt, seitdem der Tito nicht mehr da ist. Denn ich habe halt so Sonntag und Montag noch sehr mit Trauern verbracht, viel geschlafen. Merkte, dass ich einfach auch Ruhe gerade brauche von allem. Beziehungsweise Ruhe gefunden hatte und sie jetzt quasi einfach ja nur nutzen musste. Und habe mal einfach mich in der Kunst geübt, nichts zu tun. Vor allen Dingen nichts, von dem ich den Eindruck habe, ich müsste das jetzt tun. Und dann habe ich Montagabend endlich ein Auto bekommen, das ich nutzen darf und auch sehr gerne nutze. Super tolles Teil. Ein Pickup. Okay. Verbraucht zwar 11 Liter, aber ich weiß, dass dieses Auto mich zu meinem nächsten Wohnmobil fahren wird, höchstwahrscheinlich. Und mehr braucht es dann ja auch nicht. Aber so bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen flexibler und mobiler. Bin dann Dienstag erstmal losgefahren, bin nach Düren gefahren und habe halt eben ein paar alte Freunde nochmal besucht. Das hat sehr gut getan. Und ja, keine Ahnung. Es ist eine schöne, ruhige, entspannte Woche gewesen. Auch hier habe ich nochmal viel geschlafen. Weil das halt so auf einmal, ne, ich habe das jetzt Monate nicht gekonnt, weil der Tito halt immer ständig alle paar Stunden raus musste und ich habe halt irgendwie nicht durchschlafen können. Und wenn ich auch geschlafen habe, halt keinen wirklich sehr tiefen Schlaf gehabt, weil ich ja immer irgendwie sofort das leiseste Trippeln hier auf dem Boden gehört habe und wusste dann, der Hund muss raus und brrr, so dann im Bett gestanden. Ja, das ist, das brauche ich jetzt nicht mehr. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass mich das ein bisschen fast schon stört, dass ich es vermisse, nachts zwischendurch nochmal mit dem Futz raus zu müssen. Aber fehlt mir nicht zu sehr, weil ich ja einfach rausgehen kann. Das möchte, ne? Also da brauche ich ja den Tito nicht physisch bei mir für. Nicht physisch ist er sowieso die ganze Woche bei mir gewesen. Das ist sehr bemerkenswert, wie abstrus für mich eigentlich der Gedanke seines Todes geworden ist. Ja, wir können jetzt nicht mehr kuscheln. Und ja, ich kann den Stinkehund jetzt nicht mehr riechen. Und ja, er kann mir auch nicht mehr mit seinem hellen Gebell auf den Sack gehen. Und ja, da sind jetzt so einige Sachen, die jetzt einfach nicht mehr sind. Aber da ist noch so wahnsinnig viel, was sehr wohl noch ist, dass ich einfach nicht empfinden kann, dass der Tito tot ist. Genauso halt eben wie
mein Opa für mich eigentlich seit dem Zeitpunkt seines Todes präsent ist in meinem Leben, wie der das vorher nie sein konnte. Oder das Jülchen. Über so meine, ich kann tote Menschen sehen und hören und mit denen reden und so. Und ja, das ist schon sehr interessant. Und so kam dann auch halt irgendwie so dieser Spruch irgendwann zwischendurch auf. Es ist schon eine ziemlich dumme Idee, davon auszugehen, dass Dinge nur dann real existieren, wenn sie quasi materiell manifestiert oder inkarniert sind. Ja, dass Leute nur dann real existieren können, wenn sie vor unseren Augen in Fleisch und Blut inkarniert sind. Weil wenn wir das glauben, dass Leute nur dann real sind, dann machen wir die Tür zu vor der Realität des Feinstofflichen, des nicht körperlich gebundenen. Und ja, so zeigt mir der Tito jetzt selbst nach seinem Ableben, dass eben keins war. So richtig geile Sachen, die er mir vorher noch so noch nicht zeigen konnte. Es ist auch sehr interessant. Also der Tito bleibt irgendwie voll präsent in meinem Leben. Das ist jetzt irgendwie gar nicht so, dass der jetzt, der ist eigentlich gar nicht weg. Ich wüsste auch nicht, wie das nochmal weggehen sollte. Wir waren 12 Jahre mehr oder weniger jeden Tag zusammen. Und ja, coole Sache. Ja, und dann war ich einkaufen. Das, also, man muss dazu sagen, dass ich hier jetzt die letzten Monate eigentlich nicht einkaufen gehen brauchte, weil halt eben Elke und Niki die ganze Zeit sowieso einkaufen gehen und dann halt einfach für mich mit einkaufen. Was sollen wir da zu dritt, wenn man schon zu zweit Probleme bekommt, in den Laden reinzukommen? Also brauchte ich nicht einkaufen zu gehen. So, weil ich ja sowieso ohne Auto nicht wegkam, machte das eh keinen, war gar keine Frage. Die haben, wenn die samstags einkaufen gehen, haben die mir immer auch was zu essen mitgebracht. Und jetzt, wo ich mit dem Auto unterwegs war, da bin ich dann halt auch natürlich zwischendurch dann mal selber mal einkaufen gegangen. Und ich war halt zwischendurch, glaube ich, mit Martina einfach mal ein oder zweimal oder vielleicht sogar dreimal in irgendeinem, was das, Penny oder sowas. Und das war schon strange, ne? Aber wir mussten dann immer nur da kurz mal an die Kasse und was sollen. Da waren wir schneller wieder raus, als wir drinnen waren. Aber dieses Shopping-Vergnügen, da ist ja wohl immer völlig für den Arsch jetzt, oder? Geht von euch noch einer gerne einkaufen? Also ich meine, man kann sich ja, also mir sind halt so ein paar Sachen aufgefallen, die ich dann halt auch in dieser Horrorstory dann einfach drin verarbeitet habe, wie halt zum Beispiel, dass irgendwie ich den Eindruck habe, dass diese Mundschutzgeschichte dafür sorgt, ne, wie das in der Horrorgeschichte so geschrieben, dass Lippenstift und hübsch gemachte Näschen auf einmal ganz plötzlich ihre Wirkung völlig verloren haben. Die Leute laufen mit ihrem Mundschutz rum und du siehst eigentlich nur noch die Augen. Und so sind wir im Prinzip gezwungen, uns in die Augen zu gucken. Und das scheint sehr vielen Leuten, vor allen Dingen dadurch, dass es so gezwungen ist, irgendwie sehr unangenehm zu sein. Also ich gucke sehr gerne den Menschen in die Augen. Und für mich war das halt eben strange zu sehen. Und das ist normalerweise auch überhaupt kein Problem. Natürlich gibt es immer irgendwelche Leute, die dann irgendwie so beschämt weggucken oder so. Aber dass ich da einkaufen gehe und mir quasi jeder dieser Personen oder dieser Menschen, die mir dann begegnen, quasi meinem Blick ausweicht,
Das fand ich schon bemerkenswert. Also das ist in einer Intensität gewesen, in der ich das so noch nicht kannte. Und da war das dann halt eben so ein bisschen, das, also diese, ich glaube, diese Masken machen, bewirken tatsächlich genau das. Also mir scheißegal, was sie bewirken sollen, ne? Aber was sie bewirken, wenn ich mir das so angucke, ganz unbeteiligt durch dieses Lalaland laufe. Dann, oder Lalaland eigentlich, ja, so Lalaland, Land. Dann habe ich den, also vor allen Dingen durch diesen Mundschutz erkennst du die Leute teilweise ja gar nicht mehr wieder. Na, dann wechselt eine Jahreszeit, dann ziehen sie sich luftigere Sachen an, haben vielleicht ein paar neue Sachen und nach 8 Wochen nicht beim Friseur. Wird das dann auf einmal schwierig, wenn du da nicht jemanden aus seinem Auto aussteigen siehst, das du kennst, dann hast du eventuell das Pech, dass du an Leuten, die du jahrelang gegrüßt und Hallo gesagt hast, auf einmal nicht wiedererkennst. Und die dich auch nicht. Und dann guckt man noch beschämter und irgendwann gucken sich die Leute überhaupt nicht mehr. Irgendwann laufen alle nur noch total apathisch nebeneinander her, machen ihr Ding. Gehen einkaufen, gehen arbeiten, gehen schlafen und gucken, dass sie keine Probleme mit der Polizei bekommen. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, so, wir sind von einigen Punkten gar nicht mehr so weit weg. Ja, und in der Horrorstory habe ich dann halt einfach die Eyecam da reingesetzt, so, die dann schon im Prinzip so wurde ohne Eyecam und ihre Scan, Augen, also Identitätsüberprüfung über die Augen gar nicht mehr einkaufen kannst. Weil natürlich der Maskenschutz oder der Mundschutz, der Maulkorb, tatsächlich auch Vermummung ist. Und eigentlich bin ich so mit dem Wissen aufgewachsen, dass in Deutschland Vermummungsverbot herrscht. Das ist ja im Moment völlig für den Arsch. Also das interessiert ja gar keinen. Aber ja, mich wundert, warum da tatsächlich die Kriminalitätsrate gerade sinkt. Und das ist auch ein Trend, der nicht unbedingt sehr lange andauern kann. Und irgendwie hat mich das halt auch voll an Purge erinnert. Ich bin irgendwie vor ein paar Monaten dann doch mal in den Genuss gekommen. Zumindest, ich glaube, die ersten beiden dieser Purge-Filme zu gucken oder halt mit jemandem mitzugucken. Ich hätte mir die alleine jetzt nicht gegeben. Aber irgendwie muss ich bei diesen ganzen Maskendingern da halt eben voll an The Purge denken. Und das wird richtig gruselig da draußen. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Was mich gewundert hat, war, dass ich nicht ein einziges Polizeiauto gesehen habe. Also de facto wirklich nicht mal eins gesehen, geschweige denn von einem belästigt worden wäre, während ich halt von sehr vielen Leuten von einem sehr erhöhten Polizeiaufkommen gehört habe, was ich selber irgendwie nichts von mitbekommen habe. Gar nichts. Ich bin 80 Kilometer hin und 80 Kilometer zurückgefahren und zwischendurch dann auch nochmal irgendwie so 10 Kilometer. Ich habe nicht ein einziges Polizeiauto gesehen. Das ist mir auch aufgefallen. Also es war schon echt eine interessante Woche irgendwie. Ja, dann habe ich dem Thomas versprochen, das habe ich aber jetzt bis zum Wochenende nicht geschafft. Dem Thomas Hefka versprochen. Für den Offmund-Verein und die Offmund-Gruppe und die Offmund-Webseite vor allen Dingen Texte einzulesen. Das werde ich dann halt jetzt in Kürze noch machen. Jetzt habe ich hier wieder alles, was ich brauche. Und ich werde auch mehr bekommen. Also ich habe jetzt so zwei, dreimal in der letzten Woche. Das ist halt immer jetzt, wenn ich, jetzt habe ich natürlich da, wo ich dann dahin fahre, halt eben keine eigenen Räumlichkeiten oder so. Und das will ich dann für die Zeit auch gar nicht unbedingt haben.
Hab dann gar kein Problem damit, da auf dem Sofa zu pennen oder so. Aber manchmal ist es dann halt eben so, dass du irgendwo bist, wo du gerade keinen Platz hast, den Computer hinzustellen, das Digipad daneben zu legen, dann da zu malen oder so. Und da fehlt mir dann noch einfach der Drive, dann der, das, boah, das ist schon alles so kompliziert, so, ne? Und ich hatte ja schon vor Monaten von dem iPad geträumt, mit dem ich dann halt eben das Procreate benutzen kann und halt eben einfach auf dem iPad dann da Stift nehmen und malen, als hätte ich gerade meinen Zeichenblock. Ja, und so ist heute das unvermeidliche Geschehen. Und wir haben ein iPad bestellt. Und direkt den ganzen Knummel, den ich dazu halt brauche. Halt den Stift und ein Case. Und dann möchte ich da halt eben, weil ich es vor allen Dingen zum Malen haben möchte, da gibt es halt eine Schutzfolie, die nennt sich Paper-like und da sind so Nano-Dots drauf und dann geben die so einen leichten Widerstand beim Malen. Es ist also ein Unterschied, ob ich mit dem Plastiktipp von dem Pen dann da halt eben über glattes Glas drüber rutsche oder halt eben über dieses Paper-like, was so ein bisschen wie eine Papierstruktur hat. Und alle möglichen Leute, die damit arbeiten, sind da total begeistert von. Also habe ich mir das dann auch direkt dazu bestellt. Ja, und wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, dann habe ich dann auf jeden Fall gerade in solchen Situationen, wo ich dann mal wieder nachts um 3 aufwache. Im Moment wache ich die ganze Zeit nachts um 3 auf. Ich habe keine Ahnung, aber wirklich Punkt 3. Aber und dann wieder 2, 3 Stunden nicht schlafen kann. In einer solchen Gelegenheit habe ich dann halt eben mir einfach letzte Woche mein Handy genommen und habe halt eben die Horrorstory einfach geschrieben auf dem Handy. Aber ich habe halt so richtig Bock auf Malen nochmal endlich. Und ja, dementsprechend habe ich dann das nächste Mal mein iPad dabei und Procreate und kann dann halt eben malen. Was immer so ein bisschen schwierig ist, ist zu gucken, wie ich dann halt eben von unterwegs aus, also wenn es da gutes Internet und WLAN gibt, dann werde ich da mit Sicherheit und wenn, aber da muss ich halt eben auch immer alles andere. Ich hätte mich jetzt zum Beispiel da, wo ich war, nicht unbedingt da einfach hinsetzen können und hätte die Ruhe gehabt, 2 Stunden zu streamen, weil da halt eben auch Leben in der Bude ist so, ne? Und dann ist es dann eventuell auch zu stressig. Jetzt weiß ich sowieso nicht, was mit Twitch ist, ob ich da jetzt überhaupt wieder drauf komme oder nicht, aber das ist so irgendwie völlig zerschossen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe aber auch hier festgestellt, also ich habe hier auf Facebook im Moment tatsächlich nicht wirklich weniger Zuschauer als auf Twitch. Also rein theoretisch, da ich sowieso nicht mehr jeden Tag streamen möchte, würde es wahrscheinlich auch dann gehen, wenn ich einfach hier auf Facebook dann streame. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Nicht mehr viel. Ich bin ja fast durch jetzt zu erzählen. Ja, so ein paar lustige Ideen gehabt, was ich in nächster Zeit so machen möchte. Und ja, so in der Art stelle ich mir das dann vor. Ne? Also ich werde hier erstmal so mein Basislager behalten, werde immer wieder hierher zurückkommen. Das heißt, ich werde auch immer wieder auf jeden Fall dann hier gutes Internet haben oder zumindest halt ausreichend gutes Internet, dass ich das hier, dass ich streamen kann. Dann werde ich das von hier aus immer wieder mal machen. Und zwischendurch dann einfach mal in der Instagram und Facebook Story vielleicht einfach kurz mal was zwischenposten und auf dem Laufenden halten. Und ja, viel mehr fällt mir dann zu der letzten Woche jetzt gerade gar nicht mehr großartig ein.
Ja, doch, vielleicht wohl noch. Mir gefällt so, wenn ich zwischendurch mal auf YouTube jetzt so Videos gucke. Ist natürlich das, was auf meinem Schirm landet. Ich weiß jetzt halt nicht so, was ihr so konsumiert und was bei euch auf dem Schirm landet. Aber auf meinem Schirm sind erstaunlich viele Videos gelandet, die mit der Ist-Situation im Sinn von Korrose ja, zu tun haben. Also dieser Corona-Psychose, die aber halt eben aus dieser Situation heraus, aus einer Perspektive in die Zukunft schauen, die ich sehr, sehr erbaulich finde. Wo es tatsächlich bei immer mehr Leuten, die vor der Kamera sitzen, tatsächlich darum geht, die Leute zu animieren, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist ein Trend, auf den ich lange gewartet habe. Und mit einem nicht zu verleugnenden Verzücken, Entzücken, für eine Verzückung, einer ich bin entzückt, zu sehen und zu hören, was die Leute mittlerweile so von sich geben. Und das ist eigentlich so, ja, geht das, das bekomme ich auch immer wieder. Ich bekomme dann halt solche Sachen auch einfach zugeschickt, die ne, ich krieg diese Dinger ja auch, diese Videos, die Links zu diesen Videos bekomme ich ja teilweise auch zugeschickt. Und dann immer so irgendwie mit dem Verweis, ey Bauchi, das ist wie in 2020, guck mal. So, ne? Und ja, es fällt sehr vielen auf, dass doch so einiges aus dem Buch 2020 inzwischen. Wenn auch völlig anders als da in dem Buch beschrieben, aber passiert es oder passiert gerade. Der Guybrush fragt noch, sind oder werden deine Horrorgeschichten auch visual related? Also zum Beispiel mit Comic, wie der Comic zum Song Dr. Hossa von 5 Sterne Deluxe. Süßes YouTube-Video. Ich werde es mir mal reinziehen. Aber in der Tat ist mir gestern auch schon die Idee gekommen, wenn ich demnächst das iPad habe, damit tatsächlich auch, wenn ich dann Horror-Stories mache, so etwas wie eine Bildhinterlegung wie Comic, aber halt eben nicht wie ein Zeichentrickfilm, das ist mir dann zu aufwendig, aber dann halt eben, keine Ahnung, wenn ich 10 Minuten lese, dann so 10 bis 20 Bilder da drin sind, die dann halt so ein bisschen visualisieren, so. So Extreme Stop Motion quasi. Jedes Bild eine halbe bis Minute dann da drin. Mal gucken. Aber das, ja, die Idee war auf jeden Fall da. Guybrush Threepwood. Finde ich so geil. Ich fand das auch letztens so cool. Da habe ich. Ach. Half-Life 2 gezockt. Und bin danach ins Facebook und dann steht dann da Gordon Freeman. Hat deinen Kommentar geliked oder sowas. Das ist so geil, wenn du gerade ein Spiel gezockt hast und die Hauptfigur dir gerade irgendwo im Facebook begegnet. So wie der Guybrush Threepwood hier gerade, nachdem ich vor 2 Wochen nochmal richtig ordentlich im Monkey Island Fieber war. Das werde ich auch definitiv nochmal zocken, ey. Also das war so die 5 Euro, die es gekostet hat, definitiv wert. Asani Karatian schreibt, wir sind 2020. Liebe Grüße an alle. Yeah, fuck yeah. Ja, also wer die Horrorgeschichte noch nicht kennt, der kann sie sich auf YouTube und auf Facebook angucken. Einfach in meiner Chronik gucken, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal. Und es das heißt Auge in Auge. Auge in Auge. Und ich habe ein
echt krankes Hintergrundbild ins Video gesetzt. Das Krankeste, was ich mir, so das perverseste Bild, das ich von mir hatte, habe ich dann als Bauchis Horror-Hintergrund gewählt. Ja, nee, aber demnächst dann halt auch sehr gerne. Also ich hatte überlegt, zu dem Video auch noch ein anderes Video zu machen zu der Horror-Story. Aber da muss ich gucken, ob ich eine Taschenlampe finde. Mach ich das nochmal neu, vielleicht. Mal schauen. Gucken wir mal. Aber ich fand definitiv interessant, wie gut die Resonanz auf die Horrorstory war. Also, das ist ja eigentlich ekelhaft, ne? Also, ich meine, es ist ekelhaft. Das ganze Zeug, was ich da beschrieben habe, vor allen Dingen am Ende, ist ekelhaft. Und das wird noch ekelhafter. Und trotzdem finde ich interessant, von wie vielen Leuten ich positives Feedback für diese Horrorstory bekommen habe. Und kann definitiv auch gleich all denen, die so drauf sind, von wegen, ja, was ist denn jetzt mit gute Gedanken machen? Und man sollte sich das nicht vorstellen, sonst wird das real. Das ist nur ein Nebenprojekt. Es wird nicht sehr viele Horrorstories vom Bauchi geben. Wahrscheinlich so 7 bis 9 am Ende immer. Das ist bei mir eine Serie irgendwie immer zu Ende. Viele Sachen, ob ich Bilder mal oder sowas, das ist ja irgendwie, kommen so im Schnitt 7 bei raus. Manchmal sind es nur 5, manchmal sind es 9 Elemente, aber normalerweise, ne, auch jetzt letztens hatte ich ja Minecraft mal angespielt bei mir. Das könnte ich eigentlich mal weitermachen, aber bis jetzt gibt es da halt eben 9 Folgen von. Ja. Also das wird auch nur vorübergehend sein. Das mit den Horror-Stories. Ich bin weiterhin sehr, sehr viel lieber beschäftigt mit den schönen und positiven Dingen. Aber ich hatte da diesen Bauchimpuls, mal was quasi Stranges zu machen. Und mich im Horror mit und auch irgendwo bestimmte Themen einfach anzusprechen, weil ich glaube, die Zeit gerade gekommen ist, über bestimmte Sachen mal zu sprechen, um es dann aber auch eben loswerden zu können und nicht einfach nur für sich, sondern dass so eine Schweinereien einfach mal aufhören und unmöglich gemacht werden. Das funktioniert nämlich auch tatsächlich alles nur durch den Gehorsam. Funktioniert, weil irgendwelche Leute Kohle dafür kriegen, weil es ihr Job ist, damit sie am nächsten Monatsersten auch ihre Miete zahlen können. Und das ist eigentlich was, was sehr, sehr gefährlich eigentlich für uns alle ist, solange das weiter besteht. Sollten wir eigentlich mal für sorgen, dass das. Und das sind nur wir, die dafür sorgen können. Es gibt niemanden für uns, der für uns anderen den Gehorsam entziehen könnte. Das bringt gar nichts, wenn andere das machen, wenn wir es nicht selber auch machen. Und Gehorsam entziehen heißt nicht einfach das Gegenteil von dem tun, was man uns sagt, sondern das zu tun, was wir selber für richtig halten. Den Gehorsam wieder auf uns selber zu projizieren, uns selber wieder als souverän und eigenständig und selbstverantwortlich anzuerkennen, also als Autorität über uns selber und dieser Autorität halt auch einfach wieder folgen. Mache ich seit 15 Jahren, geht super, ich würde das nie wieder anders haben wollen. Und trotzdem kommen mir ständig Leute immer noch mit, ja, aber Bauchi, ja, ist ja alles schön, Bauchi, aber, ja, aber, ja, scheiße, somit, das ist der Grund, warum das bei euch nicht klappt und bei mir wohl, weil bei mir kein Ja-Aber gibt. Habe ich verloren irgendwann. Das hab ich schon ums Klo gesetzt, ne? Und auf einmal so, hör ich das Plumps nicht so scheiße, ist das Handy ins Klo gefallen. Das war aber nicht das Handy. Das war es ja aber.
Und da habe ich mich zu sehr, boah, ich hatte so dermaßen was daneben gekackt, dass ich mir gedacht habe, nee, ich glaube, da musst du jetzt den Rest deines Lebens ohne auskommen. Oder du findest mal irgendwann irgendwo Neues. Aber, ja, aber ich habe kein Neues gefunden. Bis jetzt und brauche es auch die ganze Zeit nicht. Also ich brauche schon mindestens, das ist mindestens 13 Jahre her. Und ich habe es nicht einmal vermisst. Also das ist schon länger weg als mein Personalausweis und den habe ich auch die ganze Zeit nicht gebraucht. Genauso wenig ich ihn immer habe ich das, hab das ja aber gebraucht. Weil es halt eben eine sehr effektive Bremse ist, also eine wie eine Handbremse, also eine sehr starke Bremse, ja, die ich im Notfall dann einsetze, wenn ich ganz, ganz stark gebremst werden muss. Und dann mache ich das. Persönlich und weil ich das will. Und ansonsten gibt es mir kein Ja-Aber. Was schon mal gesagt haben. Nur, dass ihr das wisst. Damit ihr Bescheid wisst. Dann müsst ihr wissen, wie ihr mich zu nehmen habt. Ne? Aldina fragt, ob es jetzt geht. Nee, ich bin gerade, schreibe ich hier gerade mal, ich bin gerade auf Facebook Live. Schau mir das andere später mal an. So, ja. Ne? Ja, so sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Das ist, sind sehr interessante Zeiten gerade. Ne? Zum einen kann man Dinge erleben, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. So, also, echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? So, echt, echt jetzt? So, echt jetzt? Ja. Und dann denkst du dir echt nur noch so, echt jetzt? Da kann, also, ne, wenn uns die Leute, wenn uns da irgendjemand im Januar erzählt hätte, was im März und April und im Mai diesen Jahres so passieren wird, da hätten wir die Leute so mich auch verarschen, ne? Also, irgendwann kann man auch nicht so irgendwas sagen. Nö. Muss ich nicht gutheißen. Ich prangere das an, wie der Helge immer sagt. Und ja, wo sind die Pranger geblieben? Wo sind die Pranger geblieben? Es gab mal Pranger, die auf dem Marktplatz standen und Leute, die sich nicht zu benehmen wussten. Die sind da einfach mal so reingesteckt worden und dann durfte die jeder mit faulem Obst und Gemüse bewerfen. Und die durften sich derweil überlegen, ob sie das schön finden. Und wenn ja, und es gibt ja auch so, die fanden das geil, die sind nur deswegen kriminell geworden, weil die da ständig in diesem scheiß Pranger da standen. Ich will auch noch mal. So, ne, gibt es auch ein paar, aber die meisten Leute, bei denen hat das eher eine abschreckende Wirkung gehabt, weil du am Pranger eigentlich verstoßen wurdest von der Gesellschaft, zu der du eigentlich dazugehören möchtest. Und das ist halt auch so eine sehr, sehr wichtige Sache, so, ne, wie man das so ausnutzt, ne, und die Leute dazu bringt, andere gesellschaftlich zu verstoßen, weil die jetzt gerade was anders machen als sie. Punkt. Nur deswegen. Und sie machen es ausschließlich nur, weil der Fernseher gesagt hat, mach das jetzt bitte so. Ne? Im Fernsehen hat es dann irgendjemand anders gesagt, aber direkter Kommunikationspartner in den meisten Wohnzimmern ist nicht die Frau Merkel oder
Der Bauchi oder der Trump, ja. Oder Die Martina hat mich gestern gefragt, wie lange ich sowas durchziehen kann. Ich trainiere. Hier der Dings, ne? Ist am hier der. Der Hohecker. Ne? Und dann ist das, ich habe schon Faden verloren. Ne? Ja, es passiert mal. Manchmal passiert, wenn ich einen Faden verliere, kann man so. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm, ne? So, alles nicht so schlimm. Ja. Ah, das ist Martina. Das ist Martina. Die ist dann auch kaputt gelacht. Ne? Aber da musst du mal, wenn du. Aber im Ernst. Wirklich. So aus tiefster Seele. Von morgens bis abends. Mach das mal. Und nie vergessen. Na, hier, wenn man hier so juckt, deswegen ist Popeln auch so geil, ne? Wenn man sich da so ein Ömmes da rauszieht aus der Nase, der noch so richtig bis oben hin da noch so, dann zieht man sich so ein langes Teil daran, ups, oh, Gott, setzt das Endorphine frei. Geil. Das kann man auch einfach so. Oh, ja, ein Tipp vom Onkel Bauchi. Ja, die Hamster auch. Oh, die Hamster, kennen die Familie Hamster? Kennt ihr die Hamster-Familie, die in dem Arschloch von diesem einen Typen wohnt, der mit dem anderen Typen zusammen wohnt? Und ich glaube, bei dem wohnt eine Familie Kamele im Arsch. Aber die Hamster-Familie, da habe ich mir überlegt, da könnte ich auch mal einen Comic zu machen und auch mal die Geschichten erzählen, die erleben. Von morgens bis abends so und dann mit dem Hamster-Familie im Arsch. Die heißen auch so. Das ist die Familie im Arsch. Ne, es gab so Zeiten auch früher mal, da waren Namen auch irgendwie bezeichnend. Da konnte man da noch was mit anfangen. Müller, ja, da wusste man, da geht man hin, wenn man Mehl braucht. Ne, das ist der Herr Müller. Der Herr Schmied, ja, das war der, wenn man seinen Rappen mal mit neuen Hufeisen und so. Ne, und dann auch vor allen Dingen, wenn man Kampfausrüstung brauchte, ne, da ist man nicht zum Tischler gegangen, weil Holzschwerter einfach, das hat man rausgefunden, also auch in die mittelalterliche Wissenschaft war schon so weit, dass sie beweisen konnte, dass Eisenschwerter stabiler und stärker sind als Holzschwerter, muss man sich mal reinziehen, ne? Das weiß man auch nicht irgendwie sofort. Und dann haben die, ja, das war eigentlich, also das hat sich dann letztendlich einfach von allein durchgesetzt, so, ne, weil es halt mal eben so war und auch die sturesten Vertreter der Holzschwertkampfkunst einsehen mussten, dass sie halt eben gegen die Stahlschwerter der Samurai einfach keine Chance hatten. Und dann haben die angefangen,
ein Bier zu trinken und sowas. Weil, ne, das Dorf halt eben keinen Schmied hatte. Die hatten nur einen Müller und einen Gerber auch und einen sehr, sehr guten Bierbrauer. Und der hat dann halt eben gesagt, da komm, scheiß drauf. Sauf uns halt die Hucke zu. Ne? Und gucken, dass wir uns so unehrenhaft verhalten, dass wenn die Samurai demnächst wiederkommen mit ihren Stahlschwertern, die uns gar nichts tun, weil wir unter deren Würde sind. So total besoffen und so, das ist sehr Ehre. Was ist ehrenhaft daran, einen Besoffenen zu erschlagen? Ne? Der sowieso nur ein Holzschwert hat und mächtig, aber so richtig mächtig einen Sprung in der Schüssel oben. Ja, und dann ist auch noch das andere passiert. Ihr habt es mitbekommen. Na? Und da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ihr wisst, was ich meine. Ja, diese Studie von einem Beamten aus dem Gesundheitsministerium, die von dem Ion Tichy geleakt worden ist. Ihr kennt Ion Tichy. Das ist von Stanislaw Lem, dieser Astronaut. Wenn man den so nennen mag, ne? Ein Sternenreisender, ja. Und der hat diese Akte veröffentlicht, diese Studie, die eigentlich unterm Tisch verschwinden sollte. Und jetzt ist die Regierung aber ganz ordentlich, ne? Also, da weiß ich nicht mehr, was ich von halten soll von solchen Sachen. Das ist nicht mehr gut, würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass ich kann das nicht mehr gut heißen, dass die Regierung so unverantwortlich und lernresistent mit dem körperlichen Wohl von 82 Millionen Menschen umgeht. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass eigentlich nicht die Regierung die Arschlöcher sind. Sind auch Arschlöcher, gar keine Frage. Gar keine Frage. Ne, aber ich glaube, die noch größeren Arschlöcher sind die, die sich von denen regieren lassen und halt eben tun, was die sagen und jetzt auf einmal alle mit Mundschutz rumlaufen müssen und umkippen, weil sie ihren Mundgeruch jetzt selber einatmen müssen. Ja. Das ist nicht lustig. Und das ist auch nicht fair. Niemand sollte seinen eigenen Mundgeruch ertragen müssen. Ist schlimm genug, wenn andere das müssen, aber man selber dann auch noch. Das halte ich nicht für das. Ja, die Menschenwürde ist schon sehr im Keller, ne? Bei all diesen Dingen. Und ich kann dann schon auch verstehen, wenn Leute sagen so, es geht mir zu weit, so, ne? Bis hier war ja schon völlig übertrieben alles, aber das jetzt hier. Das schlägt der Kuhhaut quasi den Nagel aus, ja? Ne. Also sowas in der Art. Das
Ihr wisst Bescheid, so. Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt so der Punkt, wo man sagt, so, ja, dann können wir uns auch als nächstes alle Zäpfchen in den Arsch schieben. Oder Kerzen. Die sind dicker auch. Ne? Ich habe vor ein paar Monaten schon dazu geraten, Leute, kauft kein Klopapier, kauft Kerzen. Für wenn das Licht 3 bis 10 Tage ausgeht, damit wir dann da ne, Kerzen und damit wir Licht anmachen können. Und wenn der Strom irgendwann wieder angeht, dann kann man sich hier immer noch in den Hintern schieben noch. Eine Kerze ist ja nie was Überflüssiges. Eine Kerze steht ja nie, es sei denn, es sind so komische Kerzen, die so ganz verziert sind, wo man sagt, nee, die ist viel zu schade zum Abbrennen, die muss verstauben. Aber ansonsten, so eine Kerze hat eigentlich keine überlange Lebensdauer. So, die kann man immer für irgendwas brauchen. Und wenn es dazu ist, sich in den Arsch zu schieben. Also das ist einfach manchmal auch einfach billiger und also billiger vor allen Dingen als Dildos. Überlegt euch mal, was ein Dildo kostet. ich darf mich nicht angucken dabei, wenn ich sage, ich muss, wenn ich so einen Scheiß mache, dann muss ich. Das ist nicht. Ja, ist aber auch egal, ne? So, was soll es? Was soll es? Also. So. Ja. Ich wollte euch eigentlich nur mal erzählen, wie es so halt war in der letzten Woche für mich und hoffe, dass es für euch auch so schön war wie für mich. Ne? Wenn nicht, dann müsst ihr einfach auch noch ein bisschen üben, eure Zeit schön zu gestalten. Aber ich habe das mittlerweile eigentlich ganz gut drauf und bin da ganz happy mit. So. Und dann kannst du mal was sagen? Und dann ist auf. Ne? Ach du liebe Zeit. Ich habe heute völligst 9 Uhr. Es ist schon 21:11 Uhr. Ja. Wir stellen uns eine schöne Welt vor. Aber das tun wir ja eigentlich sowieso schon seit 11 Minuten. Irgendwie war ich schon drin. Ne? Seit 11 Minuten spreche ich hier eigentlich nur Schönes. Ich spreche überhaupt die ganze Zeit nur Schönes aus so einem Kerl wie mir aus. Da kann ja auch eigentlich nur Schönes rauskommen. Ne? Wie soll aus so einem schönen Menschen wie mir was Hässliches rauskommen? Es gibt Leute, die finden hässlich, was ich mache, aber das ist ja deren. Da muss man bei denen mal die Geschmackspolizei nachgucken, nicht bei mir. Nicht. Ja. Ne? Und ja, also ich habe auf jeden Fall keine Lust mehr, das alles irgendwie ernst zu nehmen. Und ich hatte halt einfach Anfang der Woche die Schnauze voll und habe mir gedacht, so, ich gehe wieder auf Peace Trail. Habe ich euch erzählt, ne? Ach, das wird alles so wahnsinnig interessant hier. Bauch hier auf Sendung. Ja, mir ist das egal. Ich ziehe es eisern durch. 53, sagt die Uhr gerade hier. Wahnsinn. Minuten und Sekunden. Ne? Das war jetzt nicht, das war keine Uhrzeit. Jetzt ist 54 Minuten. Uhr 4, 54 Uhr 5. Ja. Nee, muss auch, aber manchmal, ne, manchmal kann man auch einfach mal sinnlosen Krempel sagen, so wirres Gerede. Ne. Ich bin trotzdem, mir scheißegal, ich bin wieder auf Peace Trail. Peace Trail 2020. Und dann für coole Leute suchen und so und dann bisschen Spaß mit denen haben. Und dann machen wir so einfach mal quatschen ein bisschen, kommunizieren und so. Und dann zusammen ein bisschen essen. So, muss man was essen zwischendurch auch. Ja. Ja, doch.
Ne? Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Entweder hier. Also, wenn, ich keine Ahnung, was jetzt so mit Twitch ist. Ne? Vielleicht kriege ich das ja ans Laufen, aber wenn nicht, dann halt eben Scheiß auf Twitch. Es ist Friede mit dir, Twitch. Nicht. Ne? Wenn ich will, er hat schon. Ist ein Angebot. Es ist einfach nur ein Angebot, das ich jetzt leider nicht mehr nutzen kann. Das ist doof. Aber solange ich halt eben mit dem Firefox dann wenigstens im Facebook noch streamen kann, ist es ja okay. Aber was das jetzt soll, ne, ich kann nicht auf Twitch streamen, dann will ich im Facebook streamen. Ich gesagt, nö, ich starte den Rechner neu, so, nö. Ich sage, willst du mich verarschen? Also, ja, ist ja toll. Wie lange noch? Ja, weiß nicht. Ja, und dann habe ich halt eben einfach Firefox angemacht, da ging es dann. So, und ne? Ja, auf was ich noch sagen wollte, nehmt das Leben nicht zu ernst. Ne? Das ist, damit kann man es sich echt kaputt machen. Das ist auch noch eine Erkenntnis der Heiligen Drei Weisen vom Liechtenstein, wo die da uns gesagt haben, das ist einfach einen Tag verkackt. Ne? Die haben dann auch gesagt, der effektivste Weg, dein Leben kompliziert zu gestalten, ist es kompliziert zu gestalten. Der effektivste Weg, dein Leben simpel zu gestalten, ist es simpel zu gestalten. Das war einfach, das war, ich weiß nicht, was man von solchen Dingen halten soll. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Nein. Und da keine Religion draus machen, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall cool, wenn solche Sachen mal unseren Kindern gelehrt würden, noch bevor die lesen und schreiben lernen. So. Man macht doch nicht immer so ein Drama aus allem. So kann man auch mit Kindern reden. Mach nicht immer ein Drama aus allem, du dumme Sau, du. So hatte der Jürgen Kinski das gesagt, seinen Kindern. Du dumme Sau. Ja. Der Kinski. Ja, so. Ich mache mal Schluss für heute. Wünsche euch den Frieden. Tschüss mit F. Macht es gut. Lasst es euch gut gehen. Habt euch lieb. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Geht raus um die Ecke und umarmt den nächsten Menschen, den ihr seht. Mindestens eine Minute lang. Einfach mal richtig halten und. Und wenn ihr ein hübsches Mädel seht, dann gebt ihr einen dicken Kuss von mir. Auch. Aber auch von euch selber gerne auch. Davor. Aber auch von mir. Ne, ich möchte gerne alle Frauen der Welt küssen. Und ich würde auch gerne alle Männer der Welt küssen. Aber da fange ich nicht. Ich stehe bei euch, bin so eine Stockhete. Ne? Und dann ist das immer, da muss ich jetzt alle Frauen der Welt bitten, mir zu helfen. Weil ich keine Männer küssen mag. So, alle Frauen und Schwule sind hiermit eingeladen, alle Männer mal vom Bauchi zu küssen. Und alle, die gerne Frauen küssen, sind herzlich eingeladen, mal die Frauen vom Bauchi zu küssen. Und die Kinder, auf die Stirn. Ja, so stelle ich mir Weihnachten vor. Das ist schön. Tschüss mit Elf, wir sehen uns. Hier, wo bist du denn derzeit? Ich bin derzeit in der Eifel.
Jetzt, hier, wo ich so mein Basislager habe. Hier. Bis dann.